Und auch heute wieder ein freundliches Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kurz und Knapp, gelesen aus dem Grundgesetz. Wir schreiten so langsam fort in diesem unserem kleinen Büchlein des Grundgesetzes der Bundesrepublik. Wir befinden uns schon bei dem Artikel 22 des Grundgesetzes und hierbei geht es um die Hauptstadt. Das sind nur zwei kurze Absätze. Absatz 1 besagt, die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist Berlin. Die Repräsentation des Gesamtstaates in der Hauptstadt ist Aufgabe des Bundes. Das Nähere wird durch Bundesgesetze geregelt. Und unter Punkt 2 besagt dieser Artikel, die Bundesflagge ist schwarz, rot, gold. Ein kurzer Artikel in diesem Grundgesetz. Das sagt uns aber, wir sind für heute durch. Ich freue mich auf den nächsten Artikel mit euch. In diesem Sinne darf ich mich bei euch fürs Zusehen bedanken und auf Wiedersehen. Natürlich gibt es jene, die nicht wollen, dass wir reden. Ein Volk sollte keine Angst vor seiner Regierung haben. Eine Regierung sollte Angst vor ihrem Volk haben.